Wie lange bleiben die Schienen eigentlich nach einer Operation an der Nase? Nach einer Nasenoperation ist die Nase zunächst einmal geschient, bis durch Heilung so langsam wieder Stabilität erreicht wird, sollte die Nase innerlich und äußerlich geschient sein. Um also innerlich vor allem die Scheidewand zu schienen, gibt es solche Silikonschienen, die links und rechts ins Nasenloch eingebracht werden und die innerlich die Nasenscheidewand schienen. Diese Schienen, die verbleiben so in der Regel 5 bis 7 Tage in der Nase, um zum einen zu verhindern, dass Blutergüsse an der Scheidewand entstehen und zum anderen, um eben eine Schienung für die Scheidewand zu erreichen, dass die, wenn die begradigt wurde, auch gerade bleibt, bis die ersten Verklebungen und so beginnende Vernarbungen entstehen und man dann eben diese Schienen guten Gewissens auch wieder ziehen kann. Das Zweite ist, die äußere Schiene, gerade dann, wenn die Form verändert wurde, wenn also Verschmälerungen oder Begradigungen am Knochen vorgenommen wurden, der Knochen also, wie man so schön sagt, gebrochen wurde und eben verändert wurde, dann ist die Nase mit so einer äußeren Schiene äußerlich eben geschient. Und dieser, was man früher so als Gips bezeichnet hat, heute nimmt man eben eher so biegsame Alu-Schienen, diese Schiene verbleibt in aller Regel für 2 Wochen auf der Nase. Wir machen es normalerweise so, dass wir nach einer Woche diese Schiene abnehmen und uns die Nase angucken. Dann ist die Nase zwar noch geschwollen, aber man kann schon so ungefähr sehen, ob alles gut steht. Dann ist aber die Nase noch nicht ausreichend stabil. Das hat natürlich umgekehrt den Vorteil, dass man dann nach einer Woche noch kleine Veränderungen am Knochen vornehmen kann, damit man eben ganz sicher ist, dass auch wirklich die Nase schön gerade und symmetrisch wird. Haben wir uns das eigentlich zur Regel gemacht, nach einer Woche diese Schiene abzunehmen, nachzugucken, eventuell nachzujustieren und dann aber nochmal eine neue Schiene aufzubringen. Und dann etwa nach 2 Wochen wird diese Schiene dann endgültig abgenommen und die Nase wird nur noch mit so einem Tape-Verband versorgt. Aber da geht es dann eher um Kontrolle der Schwellung des Hautweichteilmantels. Der Knochen ist dann meistens schon ausreichend stabil und braucht nicht mehr mit so Aluschiene oder Gipsschiene oder was immer man da nimmt, geschient bleiben, sodass man sich also darauf einstellen muss. Sichtbare Schiene hat man für 2 Wochen auf der Nase, innere Schiene in der Nase für 5 bis 7 Tage. Ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass ihr unseren Channel besucht habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein paar Infos gewinnen können durch Anschauen dieses Videos. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal, guckt euch die anderen Videos an und lasst gerne auch ein Like da. Wir freuen uns natürlich über Lob und lasst gerne auch einen Kommentar da. Auch wenn euch was nicht gefallen hat oder wenn ihr Fragen habt, weitere Infos wollt, schreibt es unten in die Kommentare und wir versuchen das alsbald umzusetzen.